Nach dem Attentat in Halle wurden die Sicherheitsmaßnahmen an Synagogen im Land verstärkt. So auch in Rottweil. Dazu Michael Aschenbrenner. Ja, der Schutz von Menschen jüdischen Glaubens und deren Einrichtungen haben wir die Maßnahmen deutlich erhöht. Das hat oberste Priorität für die Polizei im Land und auch hier in Rottweil haben wir jetzt Objektschutzmaßnahmen laufen bis auf Weiteres. Darüber hinaus werden die Kontakte zu den jüdischen Gemeinden noch deutlich intensiviert. Wie hat die jüdische Gemeinde in Rottweil den Tag des Anschlags erlebt? Die Gemeinde hat das überhaupt nicht erfahren. Das war Yom Kippur-Fest, Versöhnungsfest, und die ganze Gemeinde hat von 9 Uhr gebetet in der Synagoge. Und wir wussten überhaupt nicht, was in Halle passiert. Im Versöhnungstag, wir dürfen, das ist höchste jüdische Feiertag im Jahr, und wir dürfen nicht Handy benutzen oder Computer benutzen und so weiter. Und darum, wir wussten überhaupt nicht. Wir haben ruhig gebetet. Und dann, nach dem Ende des Gebetes, kam Polizei zu uns. Polizei war ab 16 Uhr in Rottweil. Gab es Anteilnahme aus Rottweil? Nächsten Tag. Am Morgen früh habe ich schon E-Mails bekommen, Telefonate bekommen, dass mit Teilnahme wirklich, dass die Menschen sind solidarisch mit uns von ganzem Landkreis Rottweil, Villingen, Schwenningen. Die Menschen haben Blumen zur Synagoge gebracht und gelegt. Und wirklich, das war so berührend. Ich habe sogar geweint, dass wir sind nicht allein hier mit unserem großen Schreck und ja, das hat uns sehr gut getan. Fühlt sich die jüdische Gemeinde in Rottweil noch sicher? In Rottweil Stimmung ist gut. Die Gemeinde ist wirklich ruhig und Rottweil ist klein. Aber Sicherheitsgefühl haben wir nicht mehr. Und wir freuen uns, dass Polizei steht da. Nach dieser Nachricht, letzte Gebet, ich war sehr ruhig. Ich konnte wirklich ruhig beten, mit Gott zu sprechen. Sonst, ich war immer unruhig. Ich bin Beauftragte für Sicherheit in der Gemeinde Rottweil auch. Darum, ich trage Verantwortung für meine Gemeindemitglieder und ich habe keine Ruhe. Und ab diesem Zeitpunkt, dass Polizei steht da, wirklich, das ist klasse. Vielen Dank an alle, wer hat das möglich gemacht für uns. Ja. Wie geht es für die jüdische Gemeinde in Rottweil jetzt weiter? Wir haben sehr viele Freunde hier und alle Kirchen, Moscheen, wir sind befreundet, wir machen zusammen Projekte, immer wieder sehr viele Projekte, sogar im Herbst, im Oktober, November, viel Treffen. Und wir haben genau gestern mit katholisch-evangelischer Kirche und mit Vorsitzenden des muslimischen Vereins haben uns hier getroffen. Und das war wirklich sehr zeitpassend. Und wir haben gesagt, dass wir werden unsere Arbeit weitermachen. Und das werden wir uns nicht erschrecken zeigen. Und in Rottweil ist die Lage sehr gut. Ich kann nur gute Sachen für Rottweil sagen. Ab Sonntagabend beginnt der neue jüdische Feiertag, das ist Laubhüttenfest Sukkot. Und Männer von unserer Gemeinde bauen schon eine Laubhütte, eine Sukka, wo werden wir 8 Tage zusammen essen, zusammen beten, zusammen singen. Und das ist sehr fröhliches Fest und wir freuen uns und wir schauen mit sehr großer Hoffnung in der Zukunft, dass wir können ruhig in Deutschland weiterhin leben können.